Hi. Mann, bist du unauffällig. Alright. We know all we need to know. Just one guard at the entrance. I'll take care of him. Thought you might. Me nose ain't all that sensitive. I'll not find the right crates, so you gotta mark him with chalk. We'll get a cart in the meantime. Fine. What do I do when I'm done? Just leave the warehouse. Then we'll go in. Das ist ehrlich. Okay. Dann mal mit der Wache am Eingang dealen, ne? Ich glaube, von hier aus kommen wir nicht rein. Nee. Okay, da müssen wir von vorne rein. Und das sind lustigerweise nicht eine Wache, es sind zwei Wachen. Ach, nicht der schon wieder. It's you. I know you. Mr. Dwarf, this is the thieving swindler I told you about. Are you following me, you scoundrel? Ach, plowing nonsense. I know it's him. It's Witcher Geralt. How goes it, Master Witcher? A Witcher? Well, it all makes sense now. Mr. Dwarf, do not listen to him. The bastard will curse us. Trade heads with troll. A friend of Yap and Zigrin's a friend of mine. Now sod off for I lose my temper. Yeah. Now! Abracadabra, hocus pocus. How goes it, Master Witcher? Anything specific you're looking for in Van Horn's warehouse? Scheiße, er wird seinen Job verlieren, ne? Was? Ich hab doch auf drei. Yarvin Zigrin sends his regards. By Rune Durin, just don't nick everything. And hurry, get it done while I'm in the privy. Ah, wunderbar. Okay. Where are those crafting supplies? Does stink of ammonia. Perfekt. Also da schon mal alles. Hier ist nichts. Die Kiste haben wir bereits markiert. Ich klaue einfach. Ich konzentriere mich echt nur auf das Wichtigste. Wäre nicht, dass der Typ seinen Job verliert. Must be it. Jo. That'd be it. Gotta signal them now. So, bin mal gespannt, wie viele Leute jetzt schon vor dem Lagerhaus auf uns warten. Ah, ein paar. Have you any idea whose warehouse this is, goat fucker? Oi, Geralt. It's a bloke Atari told us about. The bugger who sleeps with Cleaver or something. Nah. Why are you here? With the sorcerer? Oh, now I see. That is one hell of a jest you've pulled. Hattori sent you? Plowing non-human will be sorry his mother didn't strangle him with his navel string. But first, we'll feed you to the crabs. Hands off my brother-in-law, swine. Only I can thrash him. Understood? Brother, let's mop the floor with these plowing Nordlings. Join us, Geralt. Adam. Na, gerne doch. Sucrus, warte. Lass uns tanzen. Give him here, Sucrus. Twirsack! Aua, das tat voll weh, Alter. Ah, Gott. So, frag mich mal was. Ich bin mal gespannt, oder beziehungsweise ich bin relativ gespannt, was passiert wäre, wenn wir nicht beschlossen hätten, den Typen hier zu verprügeln. Okay, erstmal den platt machen, dann den hier. Und dann den hier. Perfekt. Warte mal, Sim. Conquer all Nilfgaard with this fighter. Sucrus, forgive me. I love you like a brother, you unkempt bugger. Friends? Course, friends. What good has Beckerin ever brought us? Where's that Draka that hit me?
don't mean to spoil your reunion, but what'll we do with Van Horn? We'll take him to Skellige before he comes too. Won't be any more trouble to you. And maybe we'll try a new venture. But first we have to move these crates to Hattori's. True. I had to pay him a visit too. Oh, endlich. So, perfekt, den ganzen Scheiß schon mal erledigt. Ich wette, die Typen treffen wir nochmal auf Skellige. Vor allem Van Horn treffen wir nochmal auf Skellige. Da bin ich mal drauf gespannt. Okay. Ab zu Hattori also. Wahrscheinlich wird der jetzt als das nächste Monopol ja aufbauen. Kein Plan, werden wir ja sehen. Ich meine, den Konkurrenten haben wir, den anderen Monopole haben wir aus dem Weg geschafft, ne? Mal schauen. Die stehen jetzt hier schwer, du kannst Schwertschmiedemeister zur Verfügung. Du kannst Schwerter von höchster Qualität schmieden. Oh, Baby. Perfekt. Endlich. We did it. Hi. Greetings, Ivir. Geralt, you return safe and sound. I do. You doing all right? Never better. Once Van Horn had finally left, Cleaver lost interest in swordsmiths. I can forge swords again without fear of my workshop going up in flames. Glad to hear it. You've no notion how glad I am. Have no need of sucrose anymore and can devote myself to what I truly love. I thank you, Witcher. So now can you craft me something extraordinary? Naturally. It is what we agreed. Give me a few days, then come by for your new sword. Krass. Okay, warte mal. Greetings, Ivir. Greetings, Geralt. Lass mal sehen, was du anzubieten hast. What do you have on offer? Komm in ein paar Tagen aber vorbei wegen dem Ding, aber vorher möchte ich wissen, was du so Schönes dabei hast. Also, Kränke, viele Armbrüste, Crossbows, Kränke, viele Schematatas. Oh, hier sogar Langschwert von Skellige, Nilfgaardisches Langschwert, meisterlich gefertigtes Silberschwert. Oh, hier noch was Besseres. Edwin Greloffs vierte Karte. Nicht genügend Münzen. Tadam. Dann müssen wir dem Kerl wohl was verkaufen, und zwar das schwarze Einhorn, würde ich mal sagen. Und ich würde mal sagen, zerlegen wir... Ah, hier. Zerlegen wir ein paar Schwerter. Bam. Fertig. Perfekt. Und Handwerk. Ich weiß zwar nicht, was wir für ein Schwert von ihm bekommen, aber ich würde ganz gerne mal das Katzenstahlschwert. Kann man sich ja echt überlegen, ne? Das wäre natürlich noch besser, aber das ist erst Stufe 42 verfügbar. Ja, und Silberschwert haben wir echt wenige. Das Katzensilberschwert, aber das bringt uns auch nicht viel. Ich glaube, die Katzenausrüstung brauchen wir gar nicht mal. Okay, mach mal. Nice. Not quite. Come. Na klar, bis später dann. Leb wohl. So long. Perfekt, damit haben wir das schon mal geschafft. Und ich würde sagen, als nächstes kommt dann die, tödliche Plan-Nebenquest. Und dann können wir uns endlich mal darum kümmern, unseren Kumpel zu erretten. Oder wir machen ganz kurz mal das mit den fliegenden Fäusten. Ja, ich glaube, wir verprügeln noch mal ganz kurz ein paar Leute. In Novigrad. Und dann beende ich die Aufnahmestaffel, nachdem wir die paar Leute verprügelt haben. Ich hoffe mal, dass das nicht mittendrin wieder abbricht. Ich speichere einfach mal sicherheitshalber an der Stelle. Okay, und dann schauen wir mal. Mit wem müssen wir denn hier reden? Da drüben ist der... I'm thinking, but not apparent to you. Name's Geralt. Patty Gruber. I'm a bookie. I trust you're here to fight. Jo. Kann losgehen. Und ich zahle natürlich das Höchste, weil ich weiß, dass ich gewinnen werde, weil ich immer gewinne. I'm ready. Hear that? A fight at last. Our champion, Archibald O'Neill, to face Geralt. Geralt. Hi, na? Come on, come closer. Viel zu einfach. Viel zu easy peasy. Going to the fish market, come on. Viel zu easy peasy. Guck mal. Es ist einfach. Es ist wirklich viel zu einfach, diese Leute zu verprügeln. Aua, nein, fuck, ah.
Der hat angegriffen, obwohl ich nicht angreifen wollte. Das ist ein bisschen unfair. Na egal. Das ist ein bisschen Schaden. Ladies and gentlemen, we have a new champion. The man who dethroned Archibald O'Neill. Bravo to Geralt. A beautiful bout. Wanna be crowned the best in Novigrad? Who do I gotta fight? Well, if you yearn to fight some more, you must certainly face the captain of the guard. Hmm, das gefällt mir. Besiege den eisernen Mortimer. Das mag ich. Das gefällt mir. Das hat mir den richtigen Klang. So, warte mal. Entschuldigung, aber Banditen innerhalb der Stadtmauern kann ich ja so gar nicht ab. Die mussten mal ganz kurz erledigt werden und dann, wie gesagt, immer noch zum eisernen Mortimer. Mortimer, bist du das? Ah, das ist Book of Unwritten Tales. Das ist ja zum Glück eine ganz andere Schiene. Jo. Oh Gott, viel zu weit weg, der Typ, ey. Am anderen Arsch der Stadt. Ich hatte gehofft, das könnten wir schnell machen. Jetzt müssen wir erstmal ganz Novigrad erkunden. Ach, du Hure, geh aus dem Weg. Hast du mich gerade Hure genannt? Ja, du bist eine Hure. Okay. Ja, guck mal. Mach deine Augen auf mich. Ist mir wurscht. So, hier rüber haben wir es fast geschafft. Unter 100 Schritte nur noch. Oh, der sieht süß aus, das Türchen da. Mit kleinen Pferdis. Ich meine, mit kleinen Hottehüs. Alter Mann beim Armdrücken. Viel Spaß. Und da kämpfen sie wieder. So, wo ist denn der Buchmacher? Da ist der Buchmacher. I'm Geralt of Rivia. It matters not what you're called. It matters not where you're from. What matters is if you're prepared to fight Captain Mortimer. Gott, bin bereit. Wer organisiert diese Kämpfe, hätte ich auch mal irgendwann fragen können, ne? Egal. I'm ready. Let's do this. Fight! Troops here now! Redania! Come on! So, und die übliche Masche. Mal wieder. Bam, erledigt. Es ist so schön einfach. Captain Mortimer, behold your prize champion! You have earned the honor to challenge Novigrad's champion, Durden the Tailor. You will find him in Far Corners and fight there as well after sundown. Dankeschön und wieder am Marsch der Stadt. Okay, sehr schön. Dann haben wir es also fast geschafft. Sind wir Bester in Novigrad und haben alle getötet. Oh, was haben wir denn da jetzt? Guck mal, jetzt muss ich echt dieser scheiß Stadtwache noch helfen. Ey, Hurensohn hat echt die dämlichsten Männer von allen, ne? Nur Ärger macht ihr. Ist euch das eigentlich klar? Könnt ihr nicht offen gegen die Stadtwache kämpfen? Schon blöd genug, dass ihr offen gegen einen Witcher kämpft, der gerade brennt durch die Straßen läuft. Ich meine, wenn jemand einfach freiwillig brennt durch die Straßen läuft, weil er jetzt faul ist, ihn eine Sekunde zu nehmen, die es bringt, ums Feuer herumzulaufen. Dann würde ich mir schon Sorgen machen und nicht gegen diese Person kämpfen. Mal so als kleiner Tipp. Ist mir jetzt auch im Endeffekt dann wurscht, ne? Aber. Ach, ich wünsche, wir hätten vorher gegen Mortimer gekämpft. Was ist nun los? Ach, jetzt, ich kann wieder laufen. Irgendwie konnte ich gerade nicht laufen. Okay. Jo, Bobs. Oh, außerhalb der Stadt ist der Schneider. Auch interessant. Oh, guck mal, hier sind wir damals noch reingekommen, wisst ihr? Gute alte Zeiten. Da ist das schöne Schmugglerversteck. Ah, und dann haben wir es. Hier entlang. Und da ist er dann. Der Fleischer. Ja, ich will das gar nicht lesen. Durden der Täler. Da ist er ja. Okay. Ah, we've been expecting you. We're already taking bets. You've been weighed, you've been measured, and you've been found scrawny. In what world could you possibly defeat me? The newcomer may seem all skin and bones, but remember,
He defeated the sergeant to the bloody Baron of Velen. Ja, kannst du mal sehen. Fangen wir an. Came here to fight the tailor. So let's do this. Novigraders, one and all, a momentous occurrence. Before us in just minutes, Geralt of Rivia will face the tailor. Nach der Werbepause. Uncle Durden wants to sew you a new face. Der Typ ist ein Waschlapp, das sieht man doch schon vorher. Aua. Oh, 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 okay. Oh, ey, hör auf. Ich kann nicht blocken. Hey, ich kann nicht blocken. Hallo, mach doch mal. Okay, der Typ ist kein Waschlappen. Ja, komm her. Ich habe jetzt, glaube ich, raus, wie ich gegen dich am besten vorgehe. Genau so nehme ich da mal zurück. Ansonsten schlägt er nämlich zu schnell wieder zu, als dass ich ausweichen könnte, aber so geht es. Ja. Der haut unglaublich schnell zu, das ist ziemlich krass, so schnell kann man kaum reagieren. Aber jetzt haben wir ihn. Okay, der hatte doch was, der hat es doch in sich gehabt. Okay. Durden is champion no more. Henceforth, the title belongs to the Drifter. If you've not had your fill of slapabouts just yet, you'll find other eager challengers in Velen and Skelliger. Ja, Velen habe ich ja schon, ne? Weißt du doch. Aber egal, wir haben es dafür hier alles abgeschlossen. Wir sind nun der beste Kämpfer von Dinovigrad. Bitches. Okay. Haben wir dann auch hier abgeschlossen? Fliegende Fäuste wählen. Novigrad meine ich. Jo, haben wir. Okay, perfekt. Dann würde ich mal sagen, boah, so viel noch zu erledigen. Ich glaube, ich werde jetzt mal ein bisschen ein paar Aufträge machen und dann werde ich mich mal... Ah, Schatz suchen machen wir später. Jetzt müssen wir nämlich zu teilen, wo wir noch hinkommen von der Story her, glaube ich. Also wir machen als nächstes dann den tödlichen Plan. Und... Ja, dann können wir uns endlich um Dandelion kümmern. Also, wie gesagt, nächstes da hier der tödliche Plan. Perfekt. Ich gehe dann jetzt schon mal dahin und dann treffen wir uns im nächsten Part da drüben. Ich hoffe, dieser Part hat euch dann soweit gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.